kostet aber extra, meine Herrschaft. Ob Mozart sich wohl im Grabe umdreht, wenn der Ausdruck Popper auf seinem Hammerklavier hämmert? Das ist blasphemisch, es kümmert mich wenig. Nicht, manche ist... Hier sind wir in einem der größten Plattenläden New Yorks. Den im Sommer 86 große Werbeplakate für die enorm erfolgreiche LP Falco 3 zieren. Im Gegensatz zur großen Liste von nicht-englisch sprechenden Künstlern, die es geschafft haben, in Amerika den Eintagsfliegen-Hit zu platzieren, ist es Falco gelungen, sich mit dem Kommissar, Amadeus und Vienna Calling als kontinuierlicher Top-20-Artist in den amerikanischen Charts zu etablieren. Very early teens. Falco spricht vor allem eine Altersgruppe an, die von den frühen Teenagern bis zu den Mid-20ern reicht. Das sind die Leute, die tanzen gehen und die im Fernsehen die Musikvideos ansehen. Dann gibt es noch die Yuppies, die auf Falco wegen seiner guten Tanzmusik stehen. Aber er hat auch Punk- und New-Wave-Anhänger. Falco ist cool. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Der Falke natürlich, was hast du da? Darüber hinaus wollte er immer ein eigenes Kind haben, nicht? Und er hat sich auch wahnsinnig gefreut damals über seine Tochter.